Daniela Bäder ist ein Bewegungsmensch. Ein grosser Teil von ihrer Freizeit verbringt sie mit den beiden Rössern Timmy und Kolbin in der Natur. Wegen einer Nervenentzündung in den Füßen ist der Gang durch die Bündner Berglandschaft aber je länger je mehr zur Qual geworden. Jeder Schritt hat sich angefühlt wie ein Nadelstich. Eine Lösung gegen die Schmerzen hat sie lange nicht gefunden. Ich habe alles schon ausprobiert, also mit Homöopathie und dann Einlagen und so weiter, um die Schmerzen wegzubringen, und alles hat nichts genützt. Als Ausweg aus dieser Leidensgeschichte hat ihr der Neurolog eine Operation empfohlen. Ich habe gefunden, nein, also ich weigere mich, um die Operation zu machen. Ich probiere zuerst alles andere. Und deshalb habe ich dann eben per Zufall ja den Kibbutz dann entdeckt. Der Kibbutz ist ein Schuh mit einer weich elastischen Sohle, der die Füße und Gelenke entlastet, Fußrezeptoren anregt und die Tiefenmuskulatur stärkt. Eine Entdeckung, die das Leben von der Daniela Bäder verändert. Also ich kann nur noch mit dem Schuh umeinander laufen und will auch nur noch. Weil alle anderen, da merke ich einfach, das ist viel zu hart. Und dann kommen meine Symptome natürlich dann sofort wieder zum Vorschein. Trotz der positiven Erfahrung mit dem Kibbutz hat sie noch eine zweite Meinung eingeholt und will wissen, ob der Verzicht auf die Operation der richtige Weg ist. Dann bin ich auch in die Klinik gut zum Chirurg. Und der hat mir dann auch gesagt, also er würde mir raten, und er ist ja Chirurg, wenn das geht ohne Operation, dann soll ich das so weitermachen. Und jetzt bin ich beschwerdenfrei, ohne Operation. Daniela Bäder kann dank dem Kibbutz die herrliche Landschaft wieder geniessen und Energie tanken. Sogar ihrem Job als Tanzlehrerin Skur kann sie wieder ohne Probleme nachgehen. In der Zwischenzeit unterrichtet sie sogar im Kibbutz. Man würde ja denken, ja, weil er eben keinen Absatz hat, weil Tanzschuhe haben ja Absatz, dass das nicht geht. Aber ich muss sagen, ich tanze Standard, Latin, Disco, Fox, Salsa, ich tanze alles in dem Schuh. Man kann eben durch die Füße durchrollen, von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Man spürt das und hat trotzdem eben Stand. Also man kann drehen und trotzdem ist man stabil. Obwohl eben, das so weich ist. Das Gefühl im Luftküssenschuh vermittelt Daniela Bäder auch ihren interessierten Tanzschülern. Sie ist überzeugt vom Produkt und zeigt auch gerne mit Hilfe des örtlichen Kibbutz-Berater. Dann hole ich ab und zu den Herr Dura. Der hat ein Sammelsurium von Schuhen und verschiedenen Grössen und von verschiedenen Schuhtypen. Und dann können sie es einmal anprobieren. Und eben, es hat schon einige darunter gehabt, die dann auch sehr zufrieden waren mit dem Schuh und den auch zum Tanzen anlegen. Dass ein Schuh so viel Lebensqualität bietet, beeindruckt Daniela Bäder. Sie wünscht sich, dass auch andere Schmerzpatienten die gleich positive Erfahrung wie sie mit dem Kibbutz machen, so eine Operation umgehen können und wieder Schwung und Spass ins Leben bringen.